Wir sind hier ZHW Zwettenswil im Getränketechnologie-Technikum, wo ich zusammen mit Thilo Hühn in einem Team arbeite, wo wir verschiedene technologische Innovationen und Prozessentwicklungen machen. Wir arbeiten seit einem Jahr mit dem Roland Laux zusammen und wir haben neue Prozesse entwickelt, wie man Kaffee kalt extrahieren kann, sogenannte Cold Brew Coffee. In herkömmlichen Cold Brew Methoden wird der Kaffee während langer Zeit bei kalten Temperaturen extrahiert, um das typische Cold Brew Aroma, das mild ist und wenig Säure betont, zu erreichen. Mit unserem neuen Prozessansatz sind wir in der Lage, ein sogar noch besseres Produkt in viel kürzerer Zeit herzustellen. Nachdem wir den Kaffee hier zu einem feinen Brei vermahlen mit Wasser zusammen, gehen wir hier durch den Schlauch über eine Pumpe zu einer zweiten Mühle, wo wir das Ganze noch feiner mahlen. Nachdem wir hier bei dieser Mühle den Kaffee noch ganz fein vermahlen haben, trennen wir den Kaffeesatz vom Kaffeeextrakt. Und der Kaffeeextrakt wird dann direkt hier in den Tank von dieser Filtrationsanlage geleitet. Mit Hilfe dieser Filtrationsanlage können wir noch Schwebstoffe aus dem Kaffeeextrakt entfernen, damit wir ein klares Produkt haben. Es ist eigentlich ganz anders als alles, was man kennt bis jetzt. Also wenn man an kalten Kaffee denkt, hat man eher so etwas Bitters im Kopf. Und das ist sehr erfrischend, fruchtig und ganz ein neues sensorisches Erlebnis. Eine ganz andere Art, wie man Kaffee trinkt. Ich glaube, so muss man die Sache angehen. Man kann unseren Re-Coffee pur geniessen. Ich persönlich mische ihn sehr gerne mit Tonic oder mit Reismilch, auch mit einem alkoholische Komponenten lassen sich sehr gut mixen. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich bin zuständig für das Marketing und für das Design im ganz Allgemeinen. Zudem ist die Logistik so ein bisschen unter mir, plus das ganze Projektmanagement. Wir haben den Brand selber entwickelt, auch das Logo ist komplett von uns. Wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen externe Hilfe, wie zum Beispiel beim Packaging Design, haben wir Freelancer, die uns unterstützen. Und der Rest ist in-house. Wir haben eine sehr angenehme Zusammenarbeit, es ist auf Augenhöhe. Jeder hat das Recht, um Meinungen einzubringen. Wir diskutieren die, wir entscheiden uns im Team und dann wird das umgesetzt, also sehr freundschaftlich. Ich bin zusammen mit Thilo Hühn der Miterfinder von dem Verfahren, für das Cold Brew Kaffee Verfahren. Und ich bin zuständig bei der Master Cold Brew AG für Sales, also für Verkauf. Vor 10 Jahren war ich mit Thilo Hühn in einer Schokofabrik in Venezuela. Dort hatten wir die Idee, Kakaobohnen nach einem Kaltextraktionsverfahren zu verarbeiten. Gleichzeitig ist die Idee auch für Kaffeebohnen gefallen. Und seit einem Jahr mit dem Master Cold Brewer wenden wir jetzt das Verfahren an zur Produktion von Cold Brew Coffee. ZHW hat den Teil von der Entwicklung und von der Produktion, also den technologischen Teil, wo sie uns hier unterstützt, und wir machen das ganze Projektmanagement, das ganze Marketing, das ganze Verkauf. Es ist sehr eine enge Zusammenarbeit, die sehr gut funktioniert. In der Schweiz ist Cold Brew noch kein Erfolgsprodukt. Es ist in Amerika ein gewaltig grosser Markt. Jetzt schwappt der Trend langsam über auf Europa und in der Schweiz ist er jetzt praktisch so ein bisschen am Landen. Ich trage die Verantwortlichkeit für die nachhaltige Dimension von unserem Projekt. Zusätzlich schaue ich noch für die Webpage. Und ich bin die Schnittstelle zwischen ZHW und Master Cold Brew. Wir wollten ein Produkt machen, wo wir 100% dahinter stehen können. Unsere Produkte sind 100% natürlich, ohne Chemikalien, kein Zusatzzucker, nichts. Zweitens, es sind Fairtrade zertifiziert, das heisst Max Havelaar zertifiziert. Und drittens, das Microsharing-Konzept. Wir geben für pro bearbeiteten Liter Kaffee garantieren wir 10 Tage Trinkwasser in Äthiopien, wo wir das Kaffee beschaffen. So, im Master Cold Brewer, ich bin zuständig meistens für Finanzen, so um was es geht, um Rechnungen, Bewertungen und Pricing zu erstellen. Und dann ich bin auch zuständig für was ist die Beschaffung. So, ich arbeite sehr nett mit Paolo zusammen und was es ist, zum Beispiel den ganzen Fairtrade-Topic und natürlich auch bin Benita und was es handelt sich um für die Flaschen und die Etiketten. Das es muss immer koordiniert sein.
Nachhaltigkeit für uns ist wirklich wichtig. Und was wir wollten, ist wirklich nehmen den Know-how und die Partnerschaft, das wir haben vorher gebaut, in dieses neue Projekt und weitergehen, Leute in Afrika zu unterstützen und den Partnership mit Helvetas zu verstärken.